Hallo und willkommen zu einem neuen kleinen Technik-Unboxing-Video. Heute habe ich eine Senseo-Kaffeemaschine. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht genau jetzt den Typ euch jetzt hier sagen. Es ist so, meine ist halt kaputt gegangen und bei mydeals.com gab es halt ein Angebot. Ich hatte keinen Bock irgendwie 60, 70 Euro für eine Auslösung. Da gab es eben eine für 39,95 oder 99 im Angebot. Irgendeine Senseo halt, und da habe ich halt zugeschlagen. Und man sieht es auch schon am Karton. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur ein Umkarton ist, aber da gucke ich jetzt einfach mal rein. Ah, okay, nein, es ist nochmal, der Originalkarton ist auch nochmal dabei. So, okay, da haben wir Senseo Original und Milk. Ist da jetzt wirklich der Milchaufschäumer dabei? Das wäre natürlich eine coole Sache, das stand in der Beschreibung eigentlich nicht drin. Und dann wäre das natürlich ein super Deal für 39,99. Wenn der jetzt noch mit dabei wäre, weiß ich jetzt gar nicht. Kann natürlich auch sein, dass es das jetzt nur die Verpackung ist. Ja, ich finde jetzt auch keine Bezeichnung. Also welche Typnummer das hat. Na gut. Ja. Klar, das ist der tiefe Pad-Halter. Ich hoffe, der andere ist auch noch dabei. Ja, hier haben wir die Auffangschale und die Anleitung. Nee, schade. Also der Milchaufschäumer ist nicht dabei. Wäre jetzt natürlich eine super Sache gewesen. Ja, hier haben wir also die Senseo. Also, es ist die HD7817. Ich kenne mich jetzt da nicht so genau aus, wie neu oder alt das ist. Außer, dass es hier steht noch, dass es in Rumänien produziert wurde. Okay. Sieht eigentlich aus wie die, die ich vorher hatte und die gerade kaputt gegangen ist. Ja, hier der normale Pad-Halter. Und der Wassertank sieht eigentlich alles gut aus. Ja, schade, der Milchaufschäumer wäre natürlich super gewesen, aber ist halt nur eine Umverpackung. Sieht eigentlich alles relativ original aus, weil hier noch die Kleber drauf sind. Das kann natürlich auch in der Retourestation gemacht worden sein. Ich bin froh, eine neue Senseo zu haben und hoffe, dass die genauso lange halten wird wie meine, die jetzt kaputt gegangen ist. Die hatte ich, glaube ich, 3 Jahre. Kann auch meinetwegen länger halten, natürlich. Das war's. Also mein kleines Unboxing zur Senseo Kaffee Pad Maschine.